folgendes. Ich habe ja im letzten Video die Steel Darts vorgestellt von Krivet. Ja. Hier ist ja auch wunderbar der Hinweis. Ja. 3 Jahre Garantie. Ja, natürlich immer nur mit Kassenzettel, ist klar. Jetzt möchte ich euch die hier vorstellen. Allerdings kann ich die nicht werfen. Ja, warum kann ich die nicht werfen? Ich habe keine E-Board-Scheibe. Ja? Kein E-Board. So. Ja? Ja, wir packen das Ganze aus. Ist wie beim letzten Mal das gleiche Spiel. Na? Einfach hier das Siegel öffnen. Den Klebestreifen hier. Natürlich vorsichtig, wie immer. Mit dem Skalpell umgehen. Sonst ja, hat man ganz böse Aua. So. Wobei meins nicht mal mehr richtig scharf ist. Ja, von innen wiederholt sich eigentlich auch das Spiel. Die nennen sich Krivet Soft Dart Set Super Dart Pro S.1. Ja. So, natürlich auch wieder die Sicherheitshinweise. Ich denke, ja, die brauche ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Na? Das wäre Blödsinn. Das verlängert ja nur das Video. Achso, bitte bis zum Ende schauen, ja. So, ja, wie lässt sich die öffnen? Eigentlich, indem man hier leicht gegendrückt, wie bei der anderen auch. Hier hat man einen kleinen Beutel mit Ersatzspitzen. Ja. Das sind jetzt hier, Moment, zehn Ersatzspitzen sind hier drin. Eben schnell durchgezählt. Ja. Ansonsten wiederholt sich das Spiel. Wie bei den Steel Darts. Ja. Hier wieder Aluschäfte vormontiert. Und hier haben wir Kunststoffschäfte. Ja. Natürlich auch wieder mit 2 BA-Gewinde. Ich hole jetzt hier mal einmal das Set raus. So, jetzt haben wir es locker. Natürlich, wie auch bei den Steel Darts, noch so ein Schutz davor für die Spitzen. So sehen sie aus. Ja, ich denke, wenn man jetzt mal so ein bisschen schaut, hier, da oben haben wir die Steel Darts und hier unten haben wir die E-Dart Barrel. Ihr seht, die sind einfach nur ein bisschen länger, ja, vom Steel Dart. Auch die Spitzen, ne? Und ja, an dem Stück hier hinten sind sie ein bisschen länger, ansonsten tut sich das nicht viel. Hier unten geht es ein bisschen spitzer zu, hier ist es ein bisschen abgerundeter beim Stil und ja, ansonsten habt ihr eigentlich keinen großen Unterschied hier, ne? Vom Barrel, das fühlt sich exakt gleich an, also irgendwie. Ja, das ist okay. Ja. Ich meine, klar, man merkt einen Gewichtsunterschied. Ne? Weil wir hier auch bloß, Moment, 18 Gramm haben. Ne? Ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon. Wie gesagt, Spitzen austauschbar. Schäfte lassen sich natürlich auch wieder leicht lösen. Ne? Mit einem 2 BA-Gewinde und gucken wir mal, wie es sich bei den Spitzen verhält.
Auch wunderbar. Wer natürlich das Ganze umrüsten möchte, kann dies tun. Muss sich allerdings ja Spitzen mit 2BA-Gewinde kaufen und dann haut das auch hin. Was mir jetzt hier gerade auffällt, es war jetzt doch ein bisschen ja, widerspenstig reinzuschrauben, aber es geht. Auf jeden Fall, wenn ihr da Ersatzspitzen holt, also sprich hier für Steeldart, ne, mit Gewinde, ja, ganz wichtig, dann auch einen Gummiring dazwischen legen, ja, für den besseren Halt, damit sich das nicht ständig löst. Gut, das ist bei meinen anderen E-Dart-Dingern leider ein bisschen gescheitert. Aber immerhin, es hält. Ne? Vorher wollten die gar nicht rein. Da konnte ich die so reinschieben und nichts passierte. Ja, wir können ja mal, scherzeshalber, einfach mal den ganzen Spaß umdrehen. Ja? Dazu drehen wir das hier locker. Also ihr seht, an dem kurzen abgeschrägten, das ist jetzt noch die Spitze. Und jetzt drehen wir das einfach mal um. Und schauen, ob das passt. Ja. Irgendwie ist das hier nicht richtig entgratet, sehe ich hier. Also ich merke es auch. Ja, ganz komisch. Deswegen bin ich hier auch die ganze Zeit schon am Fummeln. Also vielleicht doch noch mal zur Sicherheit auch dünnes Schleifpapier über den Griffbereich nehmen und nochmal vernünftig entgraten. Also das ist bei den E-Darts doch etwas nicht so schön. Ja, das ist nicht so schön, was nicht so schön ist. So, jetzt habe ich es. So, und auch das geht. Ja, also ihr könnt euch das drehen, wie ihr wollt. Es passt. Ja. So, das gleiche Phänomen ist auch bei meinen anderen E-Dart-Dingern. Na. Und ich finde es das gut, dass das hier 2BA-Gewinde ist. Ja. So. So ein Gummiring aufziehen, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Dafür gibt es auch ja, diesen Hilfsstift, sage ich jetzt einfach mal dazu. Na, den kann man zum Beispiel in diese Gewinde oder auf diese Gewinde schrauben. Na, besser gesagt, ja, hier auf diese Gewinde schrauben. So, ja. Und dann braucht er das nur rüberziehen. Das heißt, es ist wie diese Spitze hier. Ja. Ich habe überall hier ein bisschen Metallspäne. Ist nicht schön. So, also hier, ne, dann setzt er das hier auf, bis das ein bisschen fester sitzt. Und dann braucht das nur runter und bis das über diesen Stift drüber ist, quasi. Und dann schraubt er das wieder ab, dann ist es eigentlich im Normalfall auch drauf. Das werde ich euch auch nochmal zeigen in einem anderen Video, wie das funktioniert. So, meine Stimme irgendwie, die lässt jetzt auch nach. Ja, der Sitz hier, ja, das ist natürlich sehr locker, ne? Das ist bei Steel Dart halt besser. Na? So. Aber ich sag mal, dafür, dass sie dann gerade bleiben, ist das okay. Die Spitzen. Ja, so sollen sie auch am Ende aussehen. Auch nach dem Spiel natürlich. Mit der ja, ich sag mal, da das jetzt hier nicht richtig entgratet wurde, das muss jetzt nicht bei jedem vorkommen. Also ich habe es jetzt auch nur bei dem einen hier gemerkt. Die anderen waren soweit okay. Ja. Ein Flight war hier auch schon vormontiert, wie ihr ja gesehen habt. Na. Der im Übrigen, ja, gar nicht so richtig hier reinpassen will. Ja. Ja. Also sonst wirklich schön gemacht.
hochwertig. Die Einlage natürlich wieder Pappe mit Hologrammdruck. Ja, ansonsten alles wie beim Stildart. Ja, ich finde das super. Ich denke, das kann man auch so nehmen. Ne? Also jetzt für Hobby zu Hause oder auch Turnier. Dadurch, dass wir ja auch die Aluschäfte nochmal haben. Ja, natürlich könnt ihr auch vom Stildart die Schäfte nehmen und umgedreht. Ja, wichtig ist immer, das Gewinde muss passen. Ne? Und das ist in den meisten Fällen tatsächlich mittlerweile 2BA. Da gab es noch irgendwas anderes. Und irgendwann hat man sich da wohl darauf geeinigt, dass es jetzt 2BA ist. Ja. Also ich glaube, ich hatte da mehr Glück als Verstand, ja, dass das bei mir gepasst hat, bei meinen alten Darts. Weil das war Anfang der 2000er. Ja, gut. Also das soll es von meiner Seite aus gewesen sein, in dem Punkt. Ich packe jetzt die Spitzen hier noch rein, die Ersatzspitzen. Und wie gesagt, leider kann ich euch die hier nicht vorführen, wie sie im Flug sind und mal den Vergleich zwischen Kunststoff und Aluschaft. Ja. Eine E-Dart-Scheibe, weiß ich nicht, oder ein E-Dart-Board, ja, sagen wir es mal so. Umgangssprachlich sagt man natürlich Scheibe hier. Ja, weiß ich nicht, ob ich mir das unbedingt antun möchte. Ja, regelmäßig Kunststoffspitzen irgendwo rauspulen oder andere Dinge, also hier ständig die Spitzen wechseln und so. Ja, muss man wissen. Ne? Also ich sag mal, die Darts sind wirklich geeignet für Leute, genauso auch die 22er hier Stil, ja, die natürlich nicht aufs E-Board werfen. Die ja doch lieber ja zu viel, also die eigentlich zu viel Bums haben in der Arme, sag ich mal, beim Wurf. Ja. Und deswegen schon leichtere haben sollten, ne? Die dann schön gerade wegfliegen. Ja, oder andersrum zu wenig Bums oder wie auch immer. Ja, ja, das müsst ihr für euch rausfinden. Da hat jeder seinen eigenen Stil und seine eigene Methode. Ne? Ja. Und schaut auch bei MyDartFile mal rein. Ja. Das ist jetzt der einzig bekannte von meiner Seite aus Kanal, der sich noch intensiver damit befasst, mit dem Dart und euch das auch super erklärt. Ja, mit den ganzen Regeln und hast du nicht gesehen. Und eine Score-App von Flame gibt es. Ja, wo ihr alles Mögliche da eintragen könnt, also 301 bis 901 Single und Double Out ist möglich, ja. Im Moment noch. Und der Rest wie Cricket oder Round the Clock steht noch in den Kinderschuhen. Ja, das wird alles noch gemacht und ja, wir sind einfach mal gespannt. Also, bis zum nächsten Video und good Dart.